Okay, das können wir uns zwar angucken, aber nee, Archive. Ich will da eigentlich noch nicht rein. Ah, okay, komm. Lass mal rein. Allison, hey. Ich telefoniere noch kurz. Ich sag Melinda, dass die Raben in ihrem Abfall nicht Sache der Polizei sind. Ich bin gleich bei dir. Klar. Macht euch einen Kaffee. Hier, der Schlüssel für den Pausenraum. Danke. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid, okay? Ein Kaffee? Die Maschine ist unten im Pausenraum. Aha. Können wir mit dem reden? Anscheinend wohl nicht. Dann gehen wir doch mal runter. Ich dachte echt, dass ich diese Erinnerung irgendwo ganz tief in meinem Hirn weggesperrt hätte. Ja, ich auch. Irgendwas ist im Weg. Rezeption? Ach. Okay, cool. Rose lässt mich hier nie rein. Wir haben mal hier eine Erinnerung. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt hier hinsetzen und ich stelle dir ein paar Fragen, okay? Okay. Okay. Ja, aber normalerweise will ich nicht an diese Nacht denken, wenn ich hier bin. Ginge mir genauso. Alter, das muss auch richtig übel sein, wenn du dir eigentlich denkst, hey, ich will nicht mehr daran erinnert werden. Und dann kommt der Bruder aus dem... Was ist das, Gefängnis? Oder ich weiß ja nicht, ob es ein Gefängnis war, aber ne, halt aus diesem... Was ist das? Jugendgefängnis vielleicht? Keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Dann kommst du hierher mit deinem Bruder und dann geht sowas los. Rose hat den Computer angelassen. Memo. Neue Verwaltungssoftware. Bitte Passwort zurücksetzen im Rahmen der Einführung. Unserer neuen Verwaltungssoftware müssen alle Mitarbeiter ihr Passwort zurücksetzen. Bitte beachte, dass ab jetzt jeder Polizeibeamte mit ID und Passwort Zugriff auf den Computer hat, Aufnahme hat. Bei Fragen wendet euch an Sally oder mich, Rosie. Okay. Ich meine, L-O-S-I-E. Scheiße. Okay. Vincenzi, Wilson, Rose Jackson, okay. Wir können das Passwort irgendwo her suchen. Herleiten. Okay. No smoking. Sesam öffnen. Okay, gehen wir rein. Okay, locker room.
Schließfächer. Denise. Ja, abgeschlossen. Schade. Hey, das mit dem Kaffee klingt ziemlich gut. Wo ist der Pausenraum? Hat Tessa Dan nicht mal auffliegen lassen, weil er hinter dem Laden Gras geraucht hat? Ja. Hey, ist das nicht Crazy Deeds Spind? Sie ist Delos Crossings bester Polizist. Neben Eddie natürlich. Mein Fehler. Was wohl Delos Crossings bester Polizist zum Spind versteckt? Vielleicht ist irgendwo ein Zweitschlüssel. Was geht in dir vor? Ich denke daran, wie wir da in der Ecke geschlafen haben. Ja, auf dieser dünnen Matratze aus der Zelle. Selbst mit unzähligen Kissen hätte ich kein Auge zu bekommen. Keine Ahnung, wie du jede Woche herkommen kannst. Ich bin erst seit 10 Minuten hier und dreh schon komplett durch. Es tut immer noch weh. Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken. Mitgefühl oder... Ich glaube, ich nehme das. Gewöhnungssache. Hab ein Loch gebuddelt und alle Erinnerungen tief vergraben. Sonst hätte ich Delos Crossing nie überlebt. Ich sollte erwähnen, dass Verdrängung die schlechteste Bewältigungsstrategie ist. Aber du wirst schon wissen. Ähnlich komisch zu Eddie. Hattest du Albträume? Hey, hast du manchmal wiederkehrende Albträume von damals? Ja, wieso? Erinnerst du dich an die nette Dame vom Sozialamt, die uns abgeholt hat? Ach, wie hieß sie? Sandy, glaube ich. Genau. Ich habe so oft von ihr geträumt. Wie bitte? Ja. Am Anfang war alles ganz normal. Wir saßen im Wohnzimmer mit Marianne und haben Nähen geübt. Und auf einmal verwandelt sie sich in Sandy. Und sie hält uns in den Armen, zieht uns immer näher ran, bis ich aufwache, weil ich fast ersticke. Oh Gott. Meinst du, dass es zwischen dir und Eddie komisch wird? Ich habe das Geschenk angenommen, Allison. Ich gebe mein Bestes. Danke, ich weiß. Ich will nur, dass alles gut läuft. Das wird es. Oh, okay. Das war gut, dass wir das Geschenk angenommen haben. Gehen wir? Ja. Oh, okay, das war ein schönes Schlüsselerlebnis. Wir müssen reden. Oh, cool. Das ist cool. Okay. Allison, wie wär's mit dem Kaffee, von dem wir geredet haben? Jo, mach ich. Arctic Puppies. Okay. Igitt, die haben diesen Ort hier echt verkeimen lassen. Haben die wohl was dagegen, wenn ich einen nehme? Das sind dieselben Kekse, die letzte Woche schon hier waren. Aber hau rein. Mann, ich hab so einen Hunger. Oh. Okay. Das ist schwerer als erwartet. Sesam öffnet. Zeitung. Polizeichef Brown bittet Gemeinderat um neues Budget. Hafenstreik beginnt diese Woche. Bürgermeisterwahl. Kandidat Tom Wecki für Waffenreglementierung und Geld für örtliche Schulen. Ah, supports Gun Control. Oh, das ist cool. Das ist gut. Ah ja, die Cops wieder. Ich gehe da nicht rein. Was ist denn das? Ich gehe da nicht rein. Aber warum nicht? Ich gehe da nicht rein. Mann! Okay, warte. Restroom. Okay, dann machen wir mal Kaffee gleich. Ich sehe mich nochmal ein bisschen hier um, ganz kurz. Okay, Honigdachs. Alter, die Viecher sind auch eklig. Alles okay? Mir ist nur etwas übel. Oh, was ist das denn? Das muss ein neuer Rekord sein. Tage ohne Bären in Bärensichtung? 4. Okay, cool. Oh, was ist das denn?
Sieh dir das Kunstwerk an. Hast du das gemacht? Aha. Ich habe es mal aus Langeweile auf die Vase geklebt. Und niemand hat es entfernt. Ja, man kennt's. Okay, hier ist ein Büro. Washer und Cups and Dishes. Mhm. Man der sieht's. Ist noch warm? Willst du so spät noch einen Kaffee? Der hält dich wach? Ich glaube eh nicht, dass ich viel schlafe. Hab zu viel im Kopf. Die staubigen Sofas machen's auch nicht leichter. Hey, alles okay? Die nächste Erinnerung. Halt dich an den Plan. Komm schon, dreh jetzt nicht durch. Nein, bitte, ich kann nicht lügen. Das haben wir schon. Alles wird gut, okay? Okay. Alles okay? Ehrlich? Nein. Hast du je bereut? Nein, niemals. Na, vielleicht ein- oder zweimal am Anfang, aber jetzt überhaupt nicht mehr. Ich meine, sieh nur, wo wir sind. Wo ich bin. Hm. Onkel Eddie ist jetzt wohl fertig. Gehen wir zu ihm. Ist es okay, wenn ich kurz in diesen Raum gehe? Bist du sicher? Mal wieder hier seit dieser Nacht. Eddie fühlte sich so unwohl, er ließ eine Vase fallen. Okay. Hier. Setz dich. Okay. Sorry. Die haben sie behalten? Was? Diese Vase. Die wurde zusammengeklebt. Hm? Okay. Was siehst du dir an? Dieses Poster. Das habe ich in jener Nacht angestarrt. Ich stellte mir vor, im Wald zu sein, um Kobaltschätze zu suchen. Ich wollte einfach überall anders sein, außer hier. Ja. Das Verhör. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet hat. Mhm. Oh, sorry. Oh. Oh. Was ist das da hinten? Nee, oder? Hast du dich die ganze Zeit hier versteckt? Eine Figur. Der Eiskönig. Ach, cool. Na, siehst du, es zahlt sich immer aus, sich nochmal umzusehen. Getrennt. Geht es Olli gut? Olli geht es gut, Kleines. Trinkt im anderen Zimmer Kakao. Alles wird wieder gut. Ich muss dir jetzt ein paar Fragen stellen. Kommst du mit? Ja, sorry. Es ist echt viel. Ich komm klar. So hungrig bin ich auch nicht. Okay, kriegen wir hier noch mehr Erinnerungen?
nicht raus. Weißt du was? Wenn wir schon mal dabei sind. Klick. Alle Fenster auf. Türen offen. Vielleicht kriegen wir einen Erfolg dafür. Wer weiß. Okay. Schade. Hier gibt es keine. No memories. Okay. Ah ja, sie hatte doch irgendwo... Genau, der Zweitschlüssel. Sie merkt sich ja nicht, wenn wir uns den leihen. Stimmt? Wenn wir ihn dahin zurücklegen, wo wir ihn gefunden haben, passt das schon. Okay. Vielleicht können wir den PC hacken. Let's go. Wir sollten wirklich nicht hier sein. Ja, aber man weiß nie, wo man Informationen zu dieser Nacht finden kann. Das stimmt wohl. Balto war hier. Balto! Wilson lässt ihren Spindschlüssel im Schreibtisch und die Passworterinnerung im Spind? Das ist unverantwortlich. Ein Einbrecher könnte leicht auf alle Polizeiakten zugreifen. Ja, zwei Kobold-Einbrecher zum Beispiel. an alle Mitarbeiter... Passwort Gewinner an meinem 20. Geburtstag. Okay. Gewinner. Ich bin ziemlich sicher, dass Chief Brown sein Telefonat beendet ja. hat. Ja. Warte mal, wir gehen gleich hin. So, wir machen das Ding auf und legen den Schlüssel wieder zurück, damit sie es nicht merkt. So, jetzt müssen wir nur noch rauskriegen, wann hatte sie... Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Mhm. Zwanzigster Geburtstag. Oh Gott, jetzt müsste ich natürlich wissen, welches Jahr hat sie Geburtstag. Halt. Öffnen. Happy Birthday. Bitte einmal drehen. Steht da 29. Geburtstag. Also 9 Jahre zurück. So. Das. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Ja, mach mal. So. Wir haben ja 2013 höchstwahrscheinlich. Da dann 9 Jahre zurück. Das ist 2004. Mitch Savy mit Tread. Alles klar. Also, Dredd. Versuchen wir es. T. L. E. D. D. Scheiße. Das war doch. Rosie Jackson. Hä? So, das war ihr 29. Geburtstag. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Denise Wilson. Ah, die Wilson.
Nicht Rosie, sondern Denise. Die ist ja bestimmt auch drin. Dee Wilson, okay. D. Scheiße. Das war doch Trett, oder nicht? Bin ich blöde? Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Ja. So. Ach, Treat. T-R-E-A-D. Ja, warte. Treat. Okay, T-R-E... Nein! Hoppala. R? Ach, X ist löschen, okay. E, A, C. Scheiße. Ah, nee, das war der falsche. E, A, C. Scheiße. Hä? Okay. Vielleicht habe ich auch falsch gerechnet. Das ist ihr 29. Geburtstag. Ich sollte sie auf einen Drink einladen. Ja. Das... Hä? Kann es sein, dass das nicht mehr aktuell ist? Sie ist jetzt verrückt nach Hundeschlittenrennen. Geht sowas überhaupt? Oh ja, jedes Jahr fährt sie zum Iditarod. Sie hat auch eine Fantasy-Liga, die kleinen Helfer. Richtig cool. Mann, hatte ganz vergessen, was für verrückten Mist die Leute hier mögen. Hey, ich bin auch in der Liga. Was? Okay, sie ist 29 geworden. Jetzt weiß ich halt nicht, welches Jahr wir da haben in dem Spiel. Okay, es ist nicht Tread. Können jetzt natürlich mehrere Sachen nehmen. Tanner würde gehen, Velvet. Nee, es ist ja vierstellig. Also Maple, Larry, Salem... Sox ist zu wenig. Ich wünschte, wir könnten irgendwo das Datum sehen. Irgendwo muss doch das Datum zu sehen sein. Nee. War das Salem, ne? Einfach nur mal gucken. Bingo. Oh. Irgendwas Gutes? Nur die Arbeitsmails von Denise. Schätzchen, du rennst bei mir offene Türen ein. Ich freue mich schon auf Freitag. Kay. Kyla Bennett. Geschäftsführerin... Euro. Wenn ich es wage, stark zu sein, meine Stärke im Dienst meiner Vision einzusetzen, dann wird es immer weniger wichtig, dass ich Angst habe. Audrey Lord. Okay. Hallo Kyla, ich sende dir die Folien, sobald ich zu Hause bin. Ich freue mich so,